Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Stationeers zusammen mit dem guten Dr. Wolfs Herz, der da drin irgendwo steht. Hallöchen, jetzt habe ich dir einfach zwischengequatscht. Entschuldigung. Warum noch fast nichts an? Ja, da sind wir wieder. Ich baue das Shoot-System weiter. Was machst du? Ich baue noch den Rest der Plattform ab, damit wir dieses ganze Eisen, möglichst viel von dem Eisenzeug wegkriegen. Mhm. Es ist ja jedes Mal, wenn man irgendwas baut und dann ist mit einem Mal Eisen dazwischen statt Stahl. Das irritiert ein bisschen. Ja, da hast du absolut recht. Also ich werde jetzt nicht hier alles abbauen, sondern bloß das alte Gewächshaus. So, künftig, wenn wir diesen Umbau fertig haben, ist es dann ja so, dass alle Barren von der Vorschmelze in den Furnace Room gehen. Über das Rohr, das ich jetzt hier gerade verbinde. Jetzt haben wir die Verbindung. Das heißt, wenn wir Barren brauchen, hier für die Maschinen, Eisenbarren oder so, dann haben wir Pech, müssen wir die aus dem Furnace Room holen. Das erleichtern wir uns aber ja durch den neuen oder durch den zweiten Schacht hier. Damit können wir nämlich Barren und natürlich auch dann Legierungen, die wir zubereiten, wie Stahl und den ganzen anderen Kram, der halt im Furnace hergestellt wird, in die Fabrik schieben. Und das erleichtert auf jeden Fall das Handling mit den Barren. Man muss nicht mehr Barren hin und her tragen oder von A nach B, sondern einfach nur rein, raus, fertig. So, ein bisschen Glück reicht das jetzt hier noch, was ich an Shoots habe. Das könnte sogar reichen. Sollte ich so viel Glück haben. Hänge ich jetzt hier fest? Nein, das geht. Und es genügt tatsächlich. Wunderbar. Jetzt muss ich nur raus. Mein Gott, das ist wie ein Jump-and-Run-Parcours hier. Okay, jetzt haben wir es aber. Ah, das alte Gewächshaus ist komplett weg. Oh, es sieht so kahl aus. Irgendwas fehlt hier. Ich habe die ein bisschen Silikon da gelassen. Oh ja, das ist aber, weiß ich nicht, das ist irgendwie ein sehr unbefriedigender Anblick. Und 53 Eisen. Jo, macht's auch nicht besser. Ich habe hier auch was für dich, schau mal. Gefangen! Ja, was soll ich denn damit? Kannst du in den Schrank legen, weil du da gerade stehst. Achso. Ich bin bloß hier zum Aufräumen sortieren. Gut, das ist also so erniedrigend. Nein, gar nicht. Und hier diese ganze Unordnung. Das ist bei den Jungen einmal alleine hier. Bevor ich das jetzt alles schmelze, ich glaube, ich möchte es einmal testen. Haben wir irgendwas zum Einschmelzen? Du hast ja gerade was reingeworfen. Waren das große oder kleine Stacks? Einmal 3 und einmal 50. Einmal 3 und einmal 5 oder 50? Das konnte ich jetzt nicht gut verstehen. 50. Ja, gut, okay. Dann die 3 sind ja vielleicht schon da. Dann gehe ich jetzt mal in den Furnace Room. Möchtest du zufällig mitkommen? Ja. Ich nehme noch ein Getränk für unterwegs mit. Das ist immer gut, ja. Leider müssen wir kurz warten, weil ich auf der anderen Seite durch die Wand rausgegangen bin. Aber seit wann kannst du durch Wände gehen? Das ist ganz einfach mit dem Schraubschlüssel. Frage ich mich jetzt auch, warum das mit dem Schraubschlüssel geht in diesem Spiel, aber es ist halt so. Du hast noch gar nicht gedrückt, oder? Ich drück dann mal. Warum sollte ich drücken? Ey, du bist als letzter reingekommen. So, okay. Ah ja, schau mal hier. Barren sind schon angekommen. Und jetzt nehme ich mal den. Als wir. Ja, jetzt nehme ich mal den Dreier hier. Das lässt sich damit so schön kontrollieren. Und wir schieben den hier rein. Und der müsste jetzt in der Fabrik liegen.
Und da wir das Eisen da auch gebrauchen können, schiebe ich das auch nochmal weiter. Die ganze Kohle brauchen wir hier, wenn wir Stahl herstellen wollen. Das heißt, die ist schon richtig hier. Jetzt müssen wir eigentlich noch einen Weg haben. Wir brauchen eigentlich einen zweiten Einlass. Wenn wir zum Beispiel Kohle abbauen, das machen wir draußen, machen wir einen Einlass, dann können wir die Kohle da reinschmeißen und dann wandert die auch hier rein, genauso wie die Barren. Wir könnten hier auch mit einer Vending-Maschine arbeiten, tatsächlich. Das wäre noch eine zweite Möglichkeit. Dann zieht man sich hier mit einer Vending-Maschine, mit so einem Automaten, wo du Gegenstände reinstecken kannst und dann über ein Display auswählen kannst, was du haben willst. Das heißt, du lässt das hier nicht mehr einfach rauspurzeln, sondern du schließt den Schacht an eine Vending-Maschine an, da läuft dann alles rein. Dann hast du hier ein Display, wählst aus, zum Beispiel, was weiß ich, Eisenbarren, drückst drauf und dann werden die ausgegeben. Also gewissermaßen ein Lager? Ja. Ja, aber ich glaube, nee, ich glaube, das machen wir nicht. Ja, also noch nicht, das ist noch zu fortgeschritten. Willst du auch mit raus? Ja. So, und jetzt, ne, wie gesagt, wenn alles richtig ist. Den kann man ja draußen an die Wand packen und einfach bloß nach unten, wo das Kabel lang geht. Ja. Das Shoot lang geht. Guck mal, es hat funktioniert. Ich muss doch die Flasche wegbringen. Oh! Genial, oder? Haben wir noch irgendwo Wallkits? Ja, bestimmt. Mindestens 7 Stück in Khaki. Und das nur noch ein weißes. Das ist gut, weil dann ziehe ich das. Dann mache ich doch mal die Khaki zu weißen. Wieso denn? Ja, das Khaki ist jetzt fürs Gewächshaus reserviert. Jetzt in die anderen Räume müssen andere Farbcodes kriegen. Nee, ich möchte aber mal eben wissen, wie das hier aussieht, wenn man das jetzt versteckt hier. Ja, Walltype 1. Ja, wenn wir schon dabei sind. Zack. Okay. Ah, das ist leider so. Die Schächte schauen hier raus aus der Verkleidung. Da müssen wir mit leben. Es ist, wie es ist. Gut. Ich finde, das lässt sich schon echt sehen. Ich glaube. Man konnte sich nicht von außen sehen, oder? Nee, von innen sieht man das nur, was ich jetzt gemacht habe. Schade. Wie komme ich wieder raus? Es kommt drauf an, wo du bist. Ah, cool. Ach genau, wir können den Schacht ja zumachen. Genau, das, jetzt weiß ich, was ich machen wollte. Fange ich hier an. Ja, die Batterien sind in gutem Zustand. Ja. Also, das gefällt mir wirklich gut. Ich habe auch nicht mit dem Hammer draufgeschlagen.
Ja, überlegen, wo man eine Treppe nach unten machen könnte. Ja, und vor allem so, dass es nicht jetzt irgendwo noch kollidiert, ne, wieder mit was anderem. Ja. Also, ich meine, wir hatten ja mal ein Treppenhaus gehabt. Ja, das war mal, ne? Also, da war das hier, da sah das hier auch noch schrecklich aus. Du, Idee, Treppe runter. Ja, man darf auch nicht reinfallen, das ist das Nächste. Ja. Ja gut, hier sind jetzt die ganzen Wartungsschächte drunter, hier geht's nicht. Hier könnte man was machen. Ach, apropos. Der Teil kommt weg. Oh gut, hier sind sehr gut, also die Schächte drunter. Fällt gerade noch was ein. Hier ist noch die alte Zuleitung, die muss noch weg. So. Wo ist denn jetzt, dass man mal was sieht? Hallo? Da, ne, ist so zu viele. Wo ist denn die Kabelzange hin? Da, meine Güte. Manchmal siehst du Wald vor lauter Bäumen, nicht? Das Furniture-Kit hat aber nicht sehr viele Bauoptionen. Nochmal bitte? Das Furniture-Kit hat nicht sehr viele Bauoptionen. Nee. Das dürfte nur eine einzige Bauoption haben. Oder? Oh, guck mal, hier ist sogar noch ein Block, der gar nicht verschweißt ist. Einfach mal so entdeckt. Ein Control-Chair. Ah ja. Vor allem die Beschreibung. This kit produces a range of furniture. Also eine größere Menge an Möbeln. Ja. Das ist nicht hilfreich. Ist doch glatt die Batterie von meinem Schweißer leer. Hast du denn sowas? Es kommt, wenn man arbeitet, dann nutzen sich die Räder ab. Soll das irgendwas heißen? Hast du das denn irgendwie auf dich bezogen? Ich arbeite gerade mental. Das muss auch einer von uns machen, also. Irgendeiner muss es ja tun. Jetzt sind die Steel-Sheets leer. Hast du noch Steel-Sheets? Nein, ich habe keine bei. Diesmal keine mehr. Okay, dann muss ich welche drucken. Ne, da sind noch welche. So, und jetzt haben wir gesagt, ups, da wollen wir hier oben noch die Möglichkeit haben, Kohle reinzuwerfen. Das heißt, der wird nochmal geöffnet. Ich wollte eigentlich nicht reinfallen. Nee, Mist, hier liegt das Kabel. Das mache ich auch nochmal neu.
Ach, da ist die APC. Ah, verstehe. Was außer das Zuleitungssystem würde dagegen sprechen, die Forschungsanlage und den Batteriecharger in der Ecke woanders hinzustellen? Forschungsanlage und Batteriecharger. Wo willst du es hinstellen? Weiß ich noch nicht. Was willst du denn da hinstellen anstelle dessen? Eine Treppe. Ja. Nach unten. Es hätte eine gewisse Symmetrie. Auf der einen Seite eine Treppe nach oben, auf der anderen nach unten. Ja. Ja. Und hier so mitten im Raum gefällt dir nicht? Nee. Ja, war schon am Überlegen, im Endeffekt hier die Treppe hinzumachen. Ja. Und dann haben wir hier so leeren Raum. Ja, das stimmt. Ja, die Forschungsanlage könnten wir dann ja hier hinstellen. Also hier in diesem Bereich. In die überwiegend tote Ecke da. Ja. Ja, ja, bauen wir ihn ab. Da ist noch das Schutzsystem in der Wand, um die Kapseln reinzuführen. Darum sagst du ja, was... Ja. Nee, mach ruhig. Vom Zuführungssystem abgesehen. Mach mal ruhig. So... Okay, das ist besser. Dann, was wollte ich jetzt eigentlich noch als nächstes? Genau, den Zugang. Jetzt brauche ich die Chutes doch wieder. Gucken, wo China die hingepackt hat. Da sind sie. Und wir brauchen hier einen Merger, der heißt Junction. Und zwar in die Richtung. Und jetzt wollen wir den Eingang da oben haben. So, jetzt machen wir... Straight und... Ja, dann stellen wir hier einen Stacker noch hin. Also einen Unloader. So, dann kann man, wenn man dann von einem Mining-Ausflug kommt, hier das ganze Zeugs reinschmeißen und hier... Geht dann Kobalt und Kohle rein. So der Plan. Meine Kabelzange ist weg. Ich hab sie nicht. Die muss ich in den Schrank gesteckt haben. Ja. Nein, nein, nein. So, jetzt kommt hier doch wieder ein Kabel hin, gerade erst abgebaut. Gut. Okay.
Das trifft sich gut, dass hier ein Steel Frame ist. Schon mal dabei bin, dann nehme ich die alle weg hier. Steel, so, das ist Iron. Das Iron-Zeug kommt jetzt auch weg. Könnte es sein, dass wir jetzt einen ziemlich hässlichen Klotz an der Base haben? Also, ich denke nur an unsere Anstrengungen, hier alles so schön boxmäßig zu haben. Und jetzt haben wir hier so ein... Ja, das wäre eine Möglichkeit. Oh, nee. Oh. Das Loch des Grauens. Ah, kriegen wir das nicht hübscher? Ich weiß noch nicht. Ah, das ist ja... Mir wird schlecht. Einfach Augen zu machen, weggucken. Ah, das können wir auf keinen Fall so lassen, oder? Ja. Nee, Weil, also, wenn du mal von außen guckst, da sehe ich das Problem. Also jetzt von innen ist das ja noch nicht mal der blanke Horror, aber von außen siehst du sofort, warum das ätzend ist. Ja, na klar, auch mit dem Fenster. Oioioioioi. So. Es ist gemein, das sieht man in dem Moment zuerst noch nicht vorhin, so realisiert es noch nicht. Ja. Und dann bohrt man sich hier runter und Moment. Irgendwas. Dann kommt die harte Wahrheit ans Licht. Ja. Da müssen wir noch einen besseren Weg finden. Stimmt es, selbst die Treppe jetzt hier zu drehen, also die zweite Treppe zu drehen, bringt nichts. Wo immer noch der Block außen denn ist, den man zum Abschotten braucht. Ja, ich sehe, dass es nicht leicht ist. Da müssen wir uns nochmal tiefgehende Gedanken zu machen, glaube ich. Aber das ja im Gebäude sein, dass man nicht jedes Mal nach draußen muss. Ja, ich stimme dir zu. Aber das mit den Blöcken ist natürlich der blanke Horror. Aber ich habe eine Lösung dafür. Und zwar, indem du hier einen Absatz machst und dann die Treppe... Nee, es geht nicht. Nee, das ist das, was ich ihm sagte, dass das nicht ausreicht. Verdammt! So, wie machen wir das denn dann? Ja, pass auf, wir machen das ganz anders. Lass uns doch dann den Zugang hier machen. Hier in die Ecke. Ja, gerade ist. In irgendeine Ecke hier. Also doch da hinten im ehemaligen Treppenhaus. Ja, in irgendeine Ecke auf dieser Seite. Das heißt, die Kühlschränke vielleicht auf die andere Seite bringen. Und dann mal schauen, weil das sieht ja, das ist ja sonst, also. Ich meine, das siehst du selber auch, das sieht total scheiße aus sonst. Ich meine, ich hätte noch eine andere Lösung. Ja, erzähl. Die will aber keiner von uns.
Ja, erzähl doch mal. Mal gucken. Vielleicht ist es ja gut. Die Basis. Es ist das Problem. Nicht die Treppe, die Basis. Ja, jetzt willst du eine neue Base bauen. Komm, alles abreißen, alles auf Anfang. Oh, so, jetzt muss ich mal kurz. Nein, geht natürlich nicht. Nein. Ja, aber das ist hier, also das geht nicht. So. Mit einmal ist irgendwie. Ich weiß nicht, ich rutsche so seltsam. Komisch. Warte mal, was ist denn hier mit der. Dann können wir ja hier eigentlich auch das wieder hinstellen, oder? Das Forschungsding. Ja, das steht momentan halt da hinten. Ja, okay. Ich meine, das sieht da auch nicht schlecht aus. Ja, ich habe es aus Inventarplatzgründen erstmal aufgebaut. Das sieht da auch nicht schlecht aus. Nur man muss halt hinten dran dann das Schutzsystem machen. Nee, lass mal wieder dahin bauen, wo es war. Dann würde ich sagen, komm, oder Feierabend hier, oder? Ja, Feierabend. Und dann überlegen wir uns auch nochmal was und präsentieren in der nächsten Folge unseren Lösungsvorschlag. Du hoffst, dass wir so schnell einen Lösungsvorschlag haben, da du bist ja einer. Ja, guck mal, wir nehmen ja jetzt gleich die nächste direkt auf. Das heißt, wir haben jetzt irgendwie 3 Minuten zum Klären und dann machen wir das schon irgendwie. Ja, also, ich hoffe, ihr freut euch auf die Lösung vom guten Doc. Ich habe noch keine. Ja, in dem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.